Vielleicht macht ja Deftly mit. Man will ein bisschen Free Elo. Beziehungsweise ich will ein bisschen Free Elo, aber. Rain. Nice! Er spielt wieder mal mit mir. Nice. Nice. Appreciate ich. Der Typ ist nämlich 1200 LP mit 60% Winrate. Yo, Shending LP. Was hab ich denn hier gerade für ein Team? Wenn ihr das OPDG sehen könntet. Das ist einmal wirklich zu gut. Das ist wirklich zu gut. Unser Toplaner 70% Winrate, only Shen. Unser Support 63% Winrate. Unser AD Carry 62% Winrate. Und unser Midlaner 1000 LP. Lecker. Alter Vater. Hallo, Bruder. Wirklich, wenn der mal Augen im Kopf hätte, Bro. Oh, wenn der nicht in seinem scheiß Backport ist. Meine Güte. Dann ist es kompletter Freekill. Aber ja, ich gehöre in die Elo. Werde ich jetzt als nice Meme benutzen. Wenn ich an diesen Crux sterbe zum Beispiel, gehöre ich in die Elo. Wirklich, das war so obvious eigentlich. Ich glaube, Katarina wird jetzt das Game gewinnen. Der ist auch tot. Ach, come on. Was hat er gemacht? Ich bin 4-2. Wir haben eine Vayne, die scaled. Hobbala. Ich habe jetzt Double Pen. Das sind alles ganz gute Voraussetzungen auf jeden Fall, um ein Spiel zu gewinnen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Hat er noch Shield ab? Bitte ab, Shield ab. Shen Ult ist auf jeden Fall am Start. Ich werde Mitte defenden, beziehungsweise annehmen. Katarina wird halt kommen und alles töten, ne? Das ist halt leider der Fall. Aber ich glaube, es war trotzdem worth, to be honest. Ich kriege Mitte-Turm. Mitte-Turm ist super viel wert. Nunu ist noch tot, solange bin ich safe, denke ich. Actually, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, too much. Danke, Bruder. Ja, shit, das war nicht so gut. Fick dich. Da ist halt Katarina drin, ne? But why? Can we just Nash? Oh, wenn wir da einfach... Es ist so frech, wirklich. Okay, wir kriegen immer noch Nash, Tatsache. Okay, definitiv nicht worth. Wait, die lebt noch? Nice. Wait, mein Katus ist eigentlich stabil. Du bist echt ziemlich gut mit Gardus. I mean, das hört sich halt wirklich so Troll an. Ich weiß gerade nicht, ob ich das ernst nehmen kann oder ob man sagt, jo, du bist gut auf Katus, weißt du? Auf Katus. Jeder kann Q drücken. Nach dem Motto, aber, ne? I mean, hätte ich das gesehen, dann hätte ich einfach früher Ult gedrückt. Oh, moin. Boom! Scheiße. Oh, ja, Mann! Aber ich habe auch gute Spiele, muss ich sagen. Also, das Anfang war echt hart so, aber wir haben halt straight up outskilled, ne? Aber hat mir gefallen auf jeden Fall. Also, unser Team war halt auch einfach krass. Dennis, willst du jetzt duen oder was? Ich duo mit Cloud9 Deathly. Tschüss. Bro, Bro, wir können gar nicht duen. Elo-Unterschied ist zu groß. Warum duet er mit mir? Weil ich gut bin, Bro. Weil ich einfach ein guter Jungler bin. So. Er hat das Talent in mir gesehen. So.
Er hat das Talent in mir gesehen. Er sieht es einfach so. Wie die Sache. Wer ist der denn? Das ist der Sub-ADC von Cloud9. Ja, die Free Elo muss ich halt mitnehmen. Oh ja, moin. Das war halt wirklich mein Plan. Ja, Akkad ist halt auch einfach ein guter Champ, Mann. Das ist auch einfach nur traurig, was ich hier sehe. Und jetzt Rom Katarina auch. Italia ist so stark, ne? Aber die muss auch resetten gleich. Ich glaube, jetzt ist gleich das perfekte Window für Drake. Eigentlich der Olaf. Ist einfach schade. Starker Smite. Starkes Smite für. Ah, shit, Mann. Wenn ich das besser spiele. Ah, fuck. Wenn ich das besser spiele, dann. Die hat keinen Mana. Oh mein Gott, das wäre so wichtig, dass sie da stirbt. Oh, die Caitlyn ist wirklich gut, Mann. Die haben jetzt Herald bekommen. War das für uns besser insgesamt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe einfach geultet. Es waren noch drei Leute alive. Bro, du hast Baron Buff als einziger. Er ignite. Wirklich. Nice, ist nichts passiert. Tausende Neinen nach. Und es hat Boom gemacht. Oh, Zoom. Dass du ein Random über mich stellst, ja, es ist halt auch einfach ein Random, hast halt leider recht. Das sind meine Connections nach Cloud9, Bro. Das sind meine Connections.